Ja, gut. Gehen wir mal nicht auf Offensive. Wie ist dein Name, Ork? Du taub oder blöd? Ich, Smichuk. Ich, mächtiger Führer von diesem Clan. Was willst du, Ork? Ich und meine Freunde magische Axt suchen. Verstehen? Name sein Blutfresser. Wir nicht gefunden, Blutfresser. Wir wollen, Blutfresser, du helfen. Einem Ork helfen? Ich spalte lieber den Orkschädel. Lass mich sehen, ob ich dir die Axt beschaffen kann. Was ist so besonders an der Axt, die du suchst? Das denke ich eine vernünftige Frage. Nein, nicht Axt. Blutfresser. Du erinnern? Naja, ihr seht die Ork-Armee, das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Wir helfen dem Kerl jetzt. Lass mich sehen, ob ich dir die Axt beschaffen kann. Du, geh gucken. Ich und Freunde warten. Nun gut. Okay. Wir haben einen neuen Auftrag. Die magische Axt Blutfresser finden. Ein paar Orks suchen eine magische Axt mit Namen Blutfresser. Ihr Anführer Smiruk erzählte mir, dass die Axt hier irgendwo in den Katakomben von Alaroth verborgen liegt. Joa. Hier führt eine Leiter nach oben. Die Orks zielen konsequent auf uns. Ich habe nur geschaut, ob hier noch ein Skelett rumlungert. Lass mal einen kleinen Plausch mit diesen Orks halten. Smiruk. Hart Mensch, Blutfresser. Wir nicht lange warten. Es ist höchste Zeit aufzubrechen. Ich habe Blutfresser bisher noch nicht gefunden. Ja gut, Fakt. Du, geh gucken. Prego haben Hunger. Wir wollen Blutfresser. Gott, muss aufpassen, dass, wenn ich so rede, dass ich nicht anfange zu rülpsen. Das wäre äußerst peinlich. Es ist höchste Zeit aufzubrechen. Okay, wen haben wir hier? Fratnir. Ich, Fratnir. Ich nicht wichtig, Smiruk Anführer. Leb wohl. Okay. Boah, meine Stimme muss ich dann erstmal erholen, glaube ich. Grimm. Wir suchen Axt. Magische Axt. Blutfresser, Oloi. Leb wohl. Es sind immer sehr gute Unterhaltungen mit diesen Orks, die uns halt wirklich freundlich gesinnt sind, also zumindest neutral momentan. Tunrak. Rede mit Smiruk. Er ist Anführer. Oloi. Ich glaube, Oloi ist sowas wie verstanden. Verstehst, Bub? Ja, wahrscheinlich sind Bayerisch und Orkisch gar nicht so weit voneinander entfernt. Bregor. Bregor nicht verstehen. Gehen zu Smiruk. Er helfen. Arteuer. Arteuer. Leb wohl, du Stinkbärt. Golk. Irk Barak Tuschnack. What the fuck, können wir Orkisch? Erronk Krog Tuhonk Wül. Friol Brakumor Joleru. Orgatusan Oleg Freu. Oloi? Friol Brakumor? What the fuck? Naschlag Tugdimor. Halkwoleri Krotu. Tusan Brög. Was für ein Blödmann. What the fuck? Hä? Wir können Orkisch? Ich würde gerne schauen, wo es hier hochgeht. Jörg! Ein verdammter Mensch in unserem Lager! Stehen bleiben, Männer! Ich bring ihn selbst um! Ach du heilige Scheiße! Okay, das war eine saublöde Idee, das machen wir vielleicht einfach nicht mehr. Okay. Wir sollten einfach glücklich damit sein, dass diese Orks hier uns freundlich gesinnt sind. Und werden hier unten jetzt weiterkämpfen.
Ich meine, ich weiß es nicht, wie spendabel die Kerle sind, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Ork auf seiner Seite zu haben. So nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Orks sind ja wahrscheinlich auch, ich meine, einfach unterschätzte Wesen. Die wollen einfach vernünftig behandelt werden. Hier liegt nichts weiter. Okay, da ist jemand durch die... durchs Gatter gekommen. Oh, jetzt ist die Spitzhacke auch im Arsch. Das waren unsere Handschuhe. Blöd. Und die Spitzhacke hat gleich mit abgedankt. Okay, hier unten ist auch ein Skelett. Komm hoch. Ich will bloß, dass wenn die Skelette... Ja, genau. Wenn die von dem Kampf hören, dann sollen sie hierher kommen. Und hier können wir sie dann beruhigt killen. So, hier scheint kein Skelett mehr zu sein. Ich schau mir... Ja. Genau das meine ich. Die bewegen sich gar nicht so wenig. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Kammerjägerdienst. Wir räumen Skelette auf, zuverlässig und schnell. Boah, das ist schon eigentlich ein Riesengebiet hier unten, gell? So ist es nicht. Und dafür haben die Heiler keinen Nutzen gehabt, oder wie? Bam. So, Gold. Hier aus, noch ein Skelett. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Hier irgendwas, nichts, okay. Hier sind Pentagramme mit Kerzen und Manuskript. Wahrscheinlich müssen wir da gleich irgendwas machen. Ich würde aber zuerst noch gerne das Gebiet unten durchgucken. Nicht, dass uns da doch noch ein Skelett durch die Lappen geht, muss ja nicht sein. Hier haben wir auch eine Kerze und ein Buch. Das Tagebuchs, das Tagebuch eines gewissen Gregor Brock, einem ehemaligen Soldaten, der den Beruf eines professionellen Leibwächters angenommen hatte. Das Buch ist sehr alt und in weiten Teilen nicht mehr lesbar. Einige Einträge sprechen von einer Frau namens Sylvana, die bei einem Überfall auf der Straße nach Vedistis ums Leben kam, nachdem er sie im Stich gelassen hatte. Aufgrund meiner Feigheit lag Sylvana schwer verwundet auf der Straße nach Vedistis. Die Banditen hatten ihr Geld gestohlen und sie mit einer schweren Schwertwunde einfach dort liegen lassen. Ich kehrte zu ihrem beinahe leblosen Körper zurück und tatsächlich, noch war ein wenig Leben in ihr. Doch es hing nur noch an einem einzigen dünnen Faden. Irgendwie fühlte sie meine Nähe und streckte eine Hand nach mir aus. In dem Versuch, ihr vielleicht etwas Erleichterung zu verschaffen, beugte ich mich über sie. Plötzlich packte sie mich mit ihrer letzten Kraft an den Haaren und murmelte einen schrecklichen Fluch. Du hast mich meinem Schicksal überlassen und so deine Pflicht mir gegenüber nicht erfüllt, Gregor Brock. Dafür verfluche ich dich. Und binde dich mit meinem letzten Atemzug an meine Statue. Du sollst immer über sie wachen, selbst über deinen Tod hinaus. Der einzige Weg für deine Erlösung sei,
Du fändest jemanden, über den du wachen und den Mut und die Opferbereitschaft entgegenbringen könntest, die dir heute gefehlt haben. Der Rest des Buches ist nicht mehr lesbar, mit Ausnahme des allerletzten Eintrages. Seit ihrem Tod... Oh, Entschuldigung. Uff, jetzt... Moment, mich juckt's gerade ein bisschen in der Nase. Okay, tut mir leid. Mich hat's gerade mega in der Nase gejuckt. So kann ich einfach nicht spielen. Seit ihrem Tode hat es mich nun jeden Tag zu ihrer Statue gezogen. Da sich nun mein Leben spürbar seinem Ende nähert, mache ich hier nun meinen letzten Eintrag. Ich fürchte, dass selbst mein Tod mich nicht von meiner Verpflichtung entbinden werden wird. Ich bete dafür, dass ich eines Tages meine Schuld bezahlen und dann endlich meinen letzten Frieden finden kann. Bitte vergib mir, Sylvana. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir diese Kerze anzünden. Wir speichern lieber mal ab. Erscheint, mein Wächter, erscheint. Ihr habt einmal versagt, aber ihr werdet niemals wieder versagen. Mein Wächter, mein unwürdiger Beschützer, werdet ihr mich erneut verlassen? Werdet ihr davonlaufen und euch verbergen, wenn eure Herrin in Gefahr ist? Wollt ihr euren wohlverdienten Fluch noch verlängern und niemals Ruhe finden? Nein. Nein. Nie. Schwört, dass ihr alles tun werdet, was in eurer Macht steht, um euren Schutzbefohlenen dieses Mal zu beschirmen. Dass ihr angesichts der Gefahr nicht davonlaufen werdet und, wenn nötig, euer Leben gebt. Nur dann werdet ihr endlich zur Ruhe kommen. Ich schwöre an. Von nun an habt ihr einen Beschützer. Mein ehemaliger Diener wird, solange ihr in den Katakomben verweilt, an eurer Seite kämpfen. Gut zu wissen. Ja, nice. Gregor Brock. Neutral 2. Können wir mit dem reden? Nee. Mit uns redet er nicht. Der Zombie redet nur mit seiner Herrscherin. Ich höre die ganze Zeit noch so ein Skelett klimpern. Aber ich denke, das war... irgendwo in dem anderen Teil der Katakomben. Komm mal her jetzt. So. Manuskript. Lieber Horatio, ich habe in den Katakomben 3 Pentagramme angelegt, die dafür sorgen, dass die verfluchten Heiler niemals Einblick in meine Studien erlangen können. Um das Tor zu den geheimen Räumen öffnen zu können, muss eine magische Kugel auf jedes dieser Pentagramme gesetzt werden. In größter Verbundenheit Thaleron Hashnitor. Also hat der liebe Thaleron nicht ganz umsonst diese Kugeln hinterlassen. Aha. Oje. Oje, das sieht spannend aus. Ist auch saugut. Er versteckt hier jetzt diese Kugeln. Ich meine... wir waren ja auch eher jetzt durch Zufall in diesen Katakomben. Dann beschreibt er noch, hey, was müsst ihr machen? Das ist natürlich eine gute Absicherung. So, gleich Quicksafen. Immer bevor man in so ein neues Gebiet hüpft. Hallo? Was muss ich da machen? Jetzt. Oh, das waren 2 Fledermäuse. Oh nee, der hat uns die Erfahrung gestohlen. Nee. Nee. Das kriegen wir anders hin. Hey, wir treffen halt auch gar nichts gerade, gell?